Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Karstins Kamera. In dieser Serie werde ich euch ein kleines Stück auf dem Jakobsweg in Süddeutschland mitnehmen. Im nachfolgenden Video seht ihr meine Anreise- und Lagerplatzsuche. So, hallo, meine Wanderung setze ich fort. In meinem ersten Video bin ich ein Stück gelaufen, habe dann abgebrochen, mich abholen lassen. Bin mit meiner Familie zum Wandern gegangen und jetzt bin ich gerade an die Stelle getrennt, wo ich das letzte Mal aufgehört habe zu laufen. Ich habe leider meine Kopfhörer vergessen, das heißt, die Tonqualität wird in diesem Video ein bisschen leiden, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem viel Spaß habt, mein Abenteuer zu verfolgen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich getrennt bin. Ich habe mir ein Schild hinten auf den Rucksack gemacht mit der groben Richtung, in die ich gehe und bin 20 Minuten durch die Stadt gelaufen und dann hielt schon das erste Auto und es war Gott sei Dank eine junge Frau in meinem Alter und wir haben uns ganz toll auf der Fahrt unterhalten und ja, leider geht jetzt schon die Sonne bald unter. Ich habe mein Auto heute in die Werkstatt gebracht und ja, ich muss laufe jetzt 3-4 Kilometer und suche mir unterwegs einen Schlafplatz. Wir haben Herbst, es soll unter 0 Grad werden heute Nacht. Ich hoffe, dass meine Ausrüstung hält. Ich bin glücklich, dass ich ein paar Kilo reduzieren konnte und jetzt in Anführungszeichen nur noch 17 Kilo dabei habe. Ja, und bin gespannt, wie weit ich komme. Für heute und morgen ist noch gutes Wetter angesagt, dann soll es regnen. Ja, mal schauen. Ich habe erfahren, dass zurzeit auch die Jäger mit Treibjagden beschäftigt sind. Ich hoffe, dass ich ein sicheres Plätzchen heute Nacht finde und da nicht in die Quere komme. Also das wird schon ganz wohnlich aussehen als Übernachtungsplatz, aber das ist Privateigentum und darf ich leider nicht nutzen. So, ich glaube, ich habe mein Plätzchen gefunden. Ich bin jetzt hier vom Weg abgebogen und auf diesen Trampelpfad hier vorgelaufen. Ihr seht, hier rechts ist eine Straße. Ihr hört auch schon die Autos. Normalerweise halte ich mich ein bisschen entfernter von solchen Straßen, aber ich glaube, dass sie einfach hier keine so eine Treibjagd in der Nähe von der Straße veranstalten werden, weil sonst die Tiere ja auch über die Straße springen und das eben zu Wildunfällen führen kann. Und ich bin hier auch noch nicht richtig in einem Wald, sondern nur in so einem in so einer Schlucht oder so einem Grünstreifen eben. Hier geht es steil runter. Das heißt, ich weiß einfach, wenn jemand kommt, dann höre ich ihn von dem Weg hier schon auf dem Laub herlaufen. Von der Straßenseite aus wird niemand hier den Abhang hochklettern. Und von der anderen Seite aus geht es auch einen Abhang hoch, der total unwegbar ist. Und hier wird mein Lagerplatz heute Nacht sein. Hier hat es einen schönen trockenen Boden, ohne Gestrüpp und noch ein bisschen Sichtschutz Im zur nächsten Straße Video hin. Werde ich euch mein Lager und meine Ausrüstung genauer Hier geht's zeigen ringsrum den Abhang und im runter. darauffolgenden ich bin quasi Video auf der Bergspitze. Könnt ihr mich ein Stück Und auf dem Jakobsweg hier in würde ich Deutschland mir jetzt zwei Bäume begleiten. aussuchen und meine Hängematte Die Links zu aufbauen. diesen Videos findet ihr unten in der Infobox.
Wenn du dich für die Themen Bushcraft, Abenteuerurlaube, gesund leben und die Welt verbessern interessierst, dann abonniere doch meinen Kanal auf YouTube und schick mir eine Freundschaftsanfrage in Facebook. Falls du denkst, dass diese Themen auch für deine Freunde interessant sein könnten, dann teile sie mit ihnen.